Christoph, bevor du dich kurz vorstellst, aber das ist ja auch ein bisschen Entrepreneur, ist ja auch, dass du mal kurz dein Geschäftsmodell erklärst. Würde ich sehr gerne. Hallo, mein Name ist Christoph Rempel. Ich bin Unternehmer, Gesundheitsforscher und Yogalehrer. Eine ganz schöne Kombination, um sich mit Essen zu beschäftigen. Ich habe es ja auch relativ einfach, mein Geschäftsmodell zu präsentieren. Wir produzieren gesunde Nahrung und diese Nahrung ist sozusagen leicht für Ihren Alltag sozusagen zur Verfügung zu stellen, ist undogmatisch und im Einklang mit der Natur. Hört sich so schon mal ganz interessant an für so ein Geschäftsmodell. Bloß leider mussten wir feststellen, dass es in erster Linie nicht um die Gesundheit geht, sondern eher um den Geschmack. Für mich muss sozusagen Nahrung in erster Linie gesund sein, aber für die meisten Menschen ist es im Endeffekt so, es muss lecker sein. Wir möchten Lebensmittel erschaffen, die Leuten eine Einladung gibt dazu, was Gesundes zu essen, aber in erster Linie halt über den Geschmack zu kommen. Die Menschen, die bei uns einkaufen, kommen eigentlich in erster Linie nur aus dem Gedanken, es sieht gut aus, es ist lecker, es schmeckt. Und im Nachhinein kommen dann die ganzen anderen Gedanken, die wir uns gemacht haben, die man im Vorfeld erstmal nicht sieht. Dazu habe ich immer so einen kleinen Salat mitgebracht, den wir hier auch gleich mal alle verkosten werden später. Im Endeffekt verkaufen wir so kleine unscheinbare Food-Container, wo man jetzt sagen würde, okay, hier ist ein Salat drin, der relativ unscheinbar aussieht. Hat heute eine schöne Farbe zum Beispiel, was die Leute auch schon mal anspricht. Wir kommen immer sehr viel über die Farbe, über das Aussehen. Im Endeffekt ist es so, dass hier dieser Salat, hier ist alles drin, was man für eine Mahlzeit braucht. Ich habe mir sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie man sozusagen einen Salat dieser Größe so konzipieren kann, dass er im Endeffekt gesund ist, aber im ersten Linie den Menschen schmeckt. Wenn man so einen Salat isst, ist er ist basisch. Das heißt sozusagen, er macht den Körper basisch. Er ist sehr gesund und ist sozusagen so, dass die Leute hier aber in erster Linie den Geschmack halt kennenlernen. Und dazu kamen wir dann auch, dass es halt wirklich die Variante ist, den Menschen halt ein bisschen näher zu kommen. Nun ist es natürlich relativ einfach zu sagen, okay, wir kommen nur über den Geschmack. Wir sind dann noch einen Schritt weiter gegangen, haben sozusagen probiert, die Einladung noch ein bisschen größer zu machen. Goodies ist eine Erlebniswelt im Endeffekt, die die Menschen einladen soll, ihre eigenen Erfahrungen zu machen mit gesunder Ernährung. Dazu haben wir mehrere Elemente aufgebaut. Eine eigene Kochschule, in der man sozusagen Bewusstsein mit der Erfahrung sozusagen verbindet, indem man halt selber Sachen kochen kann. Und wir rundherum einen Workshop bauen, der den Leuten das erleichtert, sozusagen zu verstehen, warum man gesund essen kann. Das ist so unser Konzept. Nochmal, klar, wir sind ein grünes Unternehmen, ist ganz wichtig für mich, was sich mit Gesundheit beschäftigt, muss für mich im Hintergrund auch ein grünes Unternehmen sein. Das heißt, wir produzieren natürlich mit Bio-Lebensmitteln, die auch nachhaltig hergestellt werden, mit zum Beispiel mit dem Wasser von dem Herrn Thomas Hartwig zum Beispiel. Also wir produzieren komplett mit energetisiertem, gefiltertem Wasser, was wieder eine sehr hohe Qualität hat, und haben ein einzigartiges Abfallkonzept mittlerweile entwickelt, das so aussieht, dass alle unsere Verpackungen vom Löffel bis zum Food-Container oder bis zum Pappbecher komplett kompostierbar sind. Was uns sehr einzigartig macht bisher, weil man kann unsere Sachen einfach komplett auf den Kompost werfen und nach 2 Wochen sind alles weg. Wir wissen ja, im To-Go-Bereich haben wir halt ein Problem, dass immer mehr Verpackungen entstehen. Man muss sich vorstellen, wir hatten früher, wo wir damit angefangen haben, containerweise gelbe Tonnen. Heutzutage haben wir eine Biotonne, wo alles rein kann. Danach, nach 2 Wochen, sind die Container sozusagen nicht mehr da. Für mich ein ganz wichtiger Ansatz nochmal, im Einklang mit der Umwelt zu produzieren. Genau, dieses, ganz mal zu sehen. Sieht aus wie Plastik, ist im Endeffekt Maisstärke. Daher fest sich an wie Plastik, könnte man im Endeffekt auch, wenn man es Ewigkeiten lutschen würde, irgendwann dann auch mal, würde es dann zerfallen. Aber wollen wir eher nicht ausprobieren. Macht denn die Natur für uns? Also genau in diesen Bechern oder mit diesen Gabeln, selbst heutzutage, wir liefern immer Catering, was man leicht dann sieht, auf Palmblättern, nicht auf normalen Plastiktellern oder was man sonst so kennt von Catering, sondern das sind die Sachen, die dann einfach nachher verfallen. So. So ein Grundprinzip von einem guten Geschäftsmodell ist ein Marktvorteil. Nun, was ist der Marktvorteil? In meines Erachtens müsste es sein, wenn ich selber einkaufe, Salat, irgendwelche Sachen im Supermarkt und mische die zusammen, ist es wahrscheinlich preiswerter, als wenn ich es von Ihnen kaufe, vermute ich mal.
Also wo ist Ihr Marktvorteil gegenüber dem Status quo? Sie sind gesund, ja, aber wenn ich da frische Sachen im Supermarkt kaufe, gehe ich mal davon aus, kann ich auch gesunde Sachen finden. Also was ist der Marktvorteil? Der primäre Marktvorteil ist definitiv der, dass man einfach rausgehen kann, sich das kaufen kann, das ist schnell verfügbar. Im Endeffekt, Sie müssen nicht mehr zu Hause kochen, wir haben heutzutage alle keine Zeit. Darum geht es, man kann in unseren Laden kommen oder in die Läden hier in Berlin, greift sich so einen Salat, dauert ganze 2 Minuten mit bezahlen und danach kann man es essen. Und wir leben ja in so einer Zeit, wo wir alle mehr oder weniger unterwegs essen, auf der Straße und verpflegen uns zum größten Teil mit Fastfood. Da haben wir uns halt gedacht, okay, warum Fastfood nicht mal einfach in einer gesunden Variante, die aber in erster Linie wieder schmeckt. Also wir haben es damals halt, das war das Problem, wir haben es nur gesund gemacht oder haben es so verkauft und haben halt später gemerkt, dass die Leute immer eher gucken, was ist lecker. Ja, und dann habe ich natürlich, habe meine Persönlichkeit weiterentwickelt, habe mich selber sehr viel mit Ernährung beschäftigt und habe dann sozusagen das geschafft, dass man gesundes Essen mit dem Geschmack kombiniert. Und in erster Linie immer über den Geschmack kommen, weil man so die Leute wirklich erreichen kann. Und wir wollen damit einfach eine Einladung geben, dass man vielleicht mal was probiert und im Nachhinein feststellt, es ist gesund. Ja, das war sozusagen, was wir damit auch erreicht haben bisher. Ja, wir wollen ja... Du spannst uns sehr lange auf die Folter. Also ich kann wirklich sagen, guck da mal, das ist wirklich was Besonderes. Ich möchte jetzt also nicht vorgreifen. Das müsst ihr einfach nachher mal ausprobieren. Mir ist es auch so gegangen. Ich war auch, hatte genau diese gleiche Einstellung. Dann habe ich das gegessen und dann hat es bei mir wow gemacht. Ja, und das ist es ja, Herr Faltin, genau. Ne? Es muss dann irgendwie wow machen. Warum ist das so lecker? Kannst du noch mal ganz kurz erklären, was uns da hinten erwartete? Ja, aber erst die Frage, warum wird es denn auf einmal lecker? Vorher war es nur gesund. Nee, wir haben es so verkauft. Wir verkaufen das heute eher so, dass es lecker ist. Und gesund war es schon immer. Ja, was ist der Unterschied? Naja, einfach nur, wie man das vielleicht nachher an den Mann bringt. So, wir haben halt früher eher, ich dachte den Leuten, ist es sehr, sehr wichtig, gesund zu essen. Ist zum größten Teil nicht. Also das muss man schon mal klar rausarbeiten. Sondern es geht halt darum, dass die Leute halt erstmal schmecken wollen. Und wenn sie im Nachhinein feststellen, dass es gesund ist, dann ist natürlich alles super, dann ist die Sache rund. Wenn man dazu dann noch ein grünes Unternehmen ist, die nachhaltig produzieren und sich Gedanken um ihre Müllentsorgung machen, dann wird die Sache dann sehr rund nachher. Ja, gut, aber was meinst du, wie wurde das gesunde lecker? Das gesunde war schon immer lecker, sozusagen, wir haben es nur anders beworben. Das war halt... Ich höre aber raus bei Ihnen, Sie sagen, erst war es gesund und dann haben Sie sich an den Marktgeschmack angepasst. Und haben es lecker gemacht und vielleicht mehr Zuckerwein oder so. Nee, kann nee. Ja auch sein. Es kann ja auch sein. Ja, es ist ja oft so, dass Leute mit hohen Idealen antreten und dann im Markt sozusagen der Versuchung unterliegen, mehr Umsatz zu machen. Nee, das war definitiv nicht so. Wie bin ich dann gekommen? Ich habe meine Persönlichkeit weiterentwickelt. Ich habe meine Begeisterung gefunden im Leben, habe mich dadurch mit super viel Ernährungsleben beschäftigt, von der Fünf-Elemente-Küche bis zum Ayurveda, habe halt super viele Sachen ausprobiert. Mit meiner eigenen Erfahrung habe ich mein Konzept weiterentwickelt. Also ich bin gut, ich lebe so, ich esse so und konnte dadurch natürlich dann irgendwann das Konzept so verfeinern, dass die Leute vielleicht in erster Linie den Geschmack sehen und danach halt feststellen, okay, ist gesund, ist basisch, ist vielleicht vegan, ist vegetarisch, was auch immer. Wir sind halt bei Goodies auch undogmatisch unterwegs. Wir arbeiten zum Beispiel, oder wir bedienen alle Ernährungsstile in erster Linie. Wir sind jetzt nicht nur vegan, wir sind nicht nur vegetarisch, wir sind halt nicht verhaftet, sondern relativ undogmatisch. Einfach nur aus dem Grund, weil ich es sehr schade finde, wenn zum Beispiel Menschen in einen Laden nicht gehen, wo der Groß draußen dran steht, vegan zum Beispiel, und sich aber selber nicht als Veganer sehen. Bei uns ist ein sehr offenes Konzept, man kann vorbeikommen. Bei uns gibt es Leute, die essen halt gerne ein Chicken, Ciabatta zum Beispiel. Und ich bin dann eher so der Typ, der halt sagt, probier doch mal ein Ciabatta mit Tempeh oder was auch immer, mit so bestimmten anderen Sachen, die sehr gesund sind. Und kann Leute so überzeugen. Deswegen haben wir ein sehr offenes System, die nicht von vornherein schon sagen, es ist bei uns so und so. Deswegen gibt es heute ein sehr leckeres Bio-Catering mit Fleisch, vegetarisch, vegan zum größten Teil, um einfach zu zeigen, dass gesunde Ernährung schmeckt und dass man dafür offen sein kann und vor allen Dingen nicht dogmatisch, weil wenn man aus diesen ganzen Ernährungsstilen kommt, wo ich herkomme, gibt es halt Leute, die extrem eng sind in ihrem Denken und somit ihr Geschäftsmodell halt auch wiederum eng machen und nicht so viele Leute erreichen. Und mir war es sehr wichtig vom Herzen, dass ich die Leute inspirieren kann damit. Ja, dass ich viele Leute erreiche, die vielleicht heutzutage noch nicht so gesund leben. Dankeschön. Die noch nicht so gesund leben und ja, dann vielleicht dahin kommen, dass sie einfach nur mal, weil sie einen anderen Salat genommen haben, gesehen haben, es schmeckt genauso lecker, wenn man gesund ist. Darum geht es so ein bisschen, ja.
okay. Genau, und dafür gibt es heute halt ein riesengroßes Catering. Eine Frage haben wir noch und dann müsst ihr noch kurz, also die darf jetzt nicht zu lange sein, die Leute haben schon alle Hunger. Ich dachte mal, Brot soll man ein bisschen vermeiden. Gehört das jetzt nur zu der Strategie zu sagen, wir wollen nicht dogmatisch sein, wenn man unbedingt Brot will, kriegt er auch Brot? Also, das ist ja alles, die Frage ist, wie ungesund ist jetzt Brot, weil es jetzt gleich Ciabatta gibt. Die Ciabatta sind zum Beispiel Roggen, Vollkorn. Roggen ist so mit das einzige Getreide, was man relativ gut verdauen kann. Da kommen wir wieder zu dem Punkt, nicht dogmatisch sein. Wenn man sich gesund ernähren will, geht man Schritt für Schritt. Und ab und zu ein Brot ist völlig in Ordnung. Also man, Brot ist jetzt nicht zu verteufeln. Man kommt da aus vielen Ernährungsstilen, die jetzt zum Beispiel sagen, Rohkost, ess mal eine Rohkost. Ich habe das alles ausprobiert. Wenn man nur Rohkost isst, wird einem kalt, man wird sehr dünn. Und es muss nicht unbedingt sein. Deswegen sage ich immer, einfach, wer sich gesund ernähren will, eine Vielfalt schaffen davon. Viele Sachen ausprobieren und auf keinen Fall zu dogmatisch werden. Das wollen wir halt auch mit dem ganzen Catering da hinten präsentieren. Wir wollen präsentieren Frische, wir wollen biologische Lebensmittel präsentieren, aber in keinem festen Konzept, sondern jeder soll sich irgendwie wiederfinden, dass man eine eigene Erfahrung machen kann. Wenn man zum Beispiel heute mal, wo man noch nie vegan gegessen hat, vielleicht heute mal einen veganen Salat probiert und dann mal guckt, wie das schmeckt. Ja, und alle anderen können natürlich auch gerne einen Chicken Bagel oder einen Chicken Ciabatta heute essen. Also lade ich Sie heute erstmal noch recht herzlich ein, da hinten jetzt alles mal zu kosten und zu gucken, ob ich wirklich die Wahrheit erzähle und ob Gesundheit auch lecker sein kann. Also, danke.